Ihnen den Mann ankündigen zu können, der mehr als jeder andere das politische Profil unserer Partei prägt. 50 Jahre alt, fünffacher Familienvater, Professor für Makroökonomie an der Universität Hamburg, Gründer des Plenums der Ökonomen, Vordenker und Frontmann unserer Partei in einem. Seit März war er Gast in allen großen Talkshows des deutschen Fernsehens. FDP-Fraktionsvorsitzender Rainer Brüderle hatte seiner stringenten Argumentation nur ein hilfloses Lächeln und wüste Diffamierungen entgegenzusetzen. Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber verfiel in seiner Gegenwart in seine bekannt wirre Rhetorik und Gedankenführung. Katrin Göring-Eckardt, grüne Spitzenfrau, wirkte weitgehend sprachlos, ohne jedoch ihren Anspruch eines moralisch überlegenen Gutmenschen aufzugeben. Und dann erst, vielleicht haben Sie es auch gesehen, die immer größer werdenden Augen des Gregor Gysi mit seinem erschrockenen Griff zum Wasserglas. Nein, meine Damen und Herren, Sie alle hatten keinen leichten Stand gegenüber diesem profunden Kenner volkswirtschaftlicher Zusammenhänge. Unser Mann ist klug und er ist schlagfertig. Vor allem aber ist er ein in jeder Hinsicht liebenswerter Mensch, der stets sachlich und freundlich bleibt. Und hier ist er, die unbestrittene Nummer 1 unserer Partei. Meine Damen und Herren, hier ist Bernd Lucke. Lieber Herr Esser, ganz herzlichen Dank für diese sehr freundlichen Worte und Ihnen herzlichen Dank für den warmherzigen Empfang. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, dass ich bei meiner ersten Großveranstaltung in Nordrhein-Westfalen hier in Aachen bei Ihnen auftreten darf. Denn Aachen ist hier doch eine Stadt, die über einen ganz besonderen Symbolwert verfügt. Es ist die Stadt Karls des Großen und damit eine Stadt, die in gewisser Hinsicht die gemeinsame Wurzel Deutschlands und Frankreichs darstellt und nicht zu vergessen auch die gemeinsame Wurzel Deutschlands, Frankreichs, Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs. Als solches also eine Stadt, die in besonderem Maße das ausdrückt, wofür sich die Alternative für Deutschland einsetzt, nämlich für ein friedliches, ein geeintes und ein wirtschaftlich erfolgreiches Europa. Meine Damen und Herren, Herr Dilger hat es ja wohl schon gesagt, die Alternative für Deutschland ist in der letzten Woche vom Bundeswahlausschuss einstimmig zugelassen worden. Zur Bundestagswahl, sie ist als Partei anerkannt worden und mit uns gemeinsam sind 37 weitere Parteien zur Bundestagswahl zugelassen worden, sofern es auch denen gelingt, die Unterstützungsunterschriften einzureichen. Uns wird es gelingen, wir wissen es inzwischen, in allen Bundesländern haben wir mehr als die nötigen 2000 Unterschriften. In allen Bundesländern sind wir fertig und sehen den kommenden Montag mit großer Freude und gleichzeitig mit großer Gelassenheit entgegen. Sofern es also den anderen Parteien gelingt, werden es insgesamt 37 Parteien sein, die auf dem Wahlzettel stehen. Vor uns werden all diejenigen Parteien stehen, die bereits früher einmal zu einer Bundestagswahl angetreten sind.
Wir zählen zu den neuen Parteien und die neuen Parteien stehen dann in alphabetischer Ordnung darunter. Ich will Ihnen jetzt verraten. Dass wir diesen Aspekt bereits bei unserer Gründungsversammlung berücksichtigt haben, als wir uns Gedanken darüber machten, unter welchem Namen die Alternative für Deutschland wohl antreten sollte. Es hatte ja auch Vorschläge gegeben, dass wir uns unter dem Namen unserer Vorgängerorganisation der Wahlalternative 2013 als Partei konstituieren sollten. Aber W ist im Alphabet nun mal bedauerlicherweise ziemlich weit hinten und dann hätten hinter uns nur die Parteien gestanden, die mit X, Y und Z beginnen. Und das wollten wir ganz gerne vermeiden. Jetzt sind wir unter den neuen Parteien, die Nummer 2. Denn es gibt eine kleine, seltsame Partei, von der ich noch nie gehört habe, die hat offenbar noch strategischer gedacht als wir und hat sich ab jetzt genannt. Das ist natürlich schwer zu toppen, muss man sagen. Denn was steht schon vorab im Alphabet? Das Einzige, was mir einfällt, ist A. Aber bei allem Respekt vor Karl dem Großen und der europäischen Tradition dieser schönen Stadt, für einen Parteinamen wäre dann A doch nicht so recht geeignet gewesen. Und so sind wir denn stolz darauf, dass wir die Alternative für Deutschland sind und so wie es in unserer Präambel steht, nicht nur eine Alternative für Deutschland sind, sondern gleichzeitig auch eine Alternative für Europa sind. Lassen Sie mich deshalb zitieren aus unserer Präambel, was die Identität unserer Partei beschreibt. Wir schreiben: Die europäische Schulden- und Währungskrise hat viele Menschen davon überzeugt, dass die Altparteien zu einer nachhaltigen, transparenten, bürgernahen, rechtsstaatlichen und demokratischen Politik nicht imstande oder nicht willens sind. Dieser Satz, wie ich es gerade schon sagte, beschreibt unsere Identität, denke ich, sehr gut. Denn die europäische Schulden- und Währungskrise, die war sicherlich für viele von uns, wahrscheinlich für die meisten, der Auslöser, weshalb wir uns dieser Partei angeschlossen haben, weshalb wir sie zum Teil gegründet haben. Aber gleichzeitig ist es doch so, dass die europäische Währungs- und Schuldenkrise wirklich nur der Auslöser gewesen ist und dass wir ein viel tieferes Anliegen haben, weshalb wir uns in einer Partei organisiert haben. Es ist deshalb völlig falsch, wenn man uns gelegentlich mit einer Ein-Themen-Partei identifiziert und uns als eine solche diffamiert. Die Eurokrise ist, wie gesagt, dieser Auslöser gewesen, aber es ist nicht das Ausmaß unserer programmatischen Anliegen, es ist nicht das Ausmaß unseres politischen Anspruchs, sondern es ist lediglich der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Das Anliegen dieser Partei ist es zunächst einmal, aber eben nicht nur, in der Eurokrise das Schlimmste abzuwenden. Darüber hinaus aber wollen wir gerade das tun, was in der Präambel, denke ich, treffend bezeichnet worden ist. Wir wollen erreichen, dass die etablierten Parteien in ihren Entartungen und in ihren Verkrustungen von uns in Frage gestellt werden und dass wir das realisieren, was diese Parteien längst aus den Augen verloren haben, nämlich eine nachhaltige, transparente, bürgernahe, rechtsstaatliche und wahrhaft demokratische Politik. Eine Politik des gesunden Menschen. Wegen dieses Ziels ist es jetzt Zeit, aufzustehen, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken. Die Altparteien sind zur Reform weder willens noch fähig. Ihre führenden Mitglieder haben es sich in Berlin gemütlich gemacht. Veränderung ist von denen nicht zu erwarten, die vom Stillstand profitieren. Deshalb kann die Erneuerung nur noch aus der Mitte der Gesellschaft heraus erfolgen. Sie kann nicht erfolgen von den altbekannten Politikern, sondern sie kann nur erfolgen als eine breite Bürgerbewegung, als eine Bürgerbewegung, die von Ihnen und von uns allen getragen wird, die wir jetzt hier sagen, jetzt ist die Zeit reif. Und so und nur so, meine Damen und Herren, bin auch ich zur Politik gekommen. Ich bin kein Politiker. Ich
bin Familienvater, ich bin ein Universitätsprofessor, wie gesagt worden ist, ich bin ein politisch engagierter Bürger und als solcher fühle ich mich. Aber ich bin kein Politiker, ich fühle mich nicht wie ein Politiker, ich denke nicht wie ein Politiker und ich rede, fürchte ich, auch nicht so gut wie ein Politiker, aber ich will mich trotzdem bemühen. Ich bin der Natur nach kein Revoluzzer. Ich bin zu jung, um zu den 68ern zu gehören. Ich habe auch nie irgendeiner K-Gruppe angehört oder Pflastersteine auf Polizisten geworfen. Jeder Radikalismus ist mir klar. Ich war 33 Jahre lang, wie der eine oder andere von Ihnen wahrscheinlich weiß, in der CDU und habe damals alles brav mitgetragen, was die CDU so gemacht hat, auch wenn mir nicht immer alles geschmeckt hat. Ich denke, es gehört zu einem Demokraten hinzu, dass man seine eigene Meinung auch manchmal zurückstellt, dass man Dinge mitträgt, auch dann, wenn sie einem vielleicht nicht vollständig behagen und dass man in bestimmten Situationen auch einfach mal die Klappe hat. Aber es gehört auch zu einer Demokratie, dass man nicht alles hinnimmt. Es gehört auch zu einer Demokratie, dass man bei wirklich wichtigen Dingen sagt, bis hierhin und nicht weiter. Es gehört auch zu einer Demokratie, dass man an den entscheidenden Stellen dann aufbegehrt und sagt, Leute, was ihr macht, das ist falsch. Das ist so grundlegend falsch, dass ich nicht weiter mitmachen kann, weil ich weiß, dass es eine Alternative gibt. Für mich war dieser Zeitpunkt erreicht im Mai 2010. Dieser innere Bruch mit der CDU kam, als die CDU oder die Bundesregierung, die von der CDU maßgeblich geprägt wird, die Entscheidung getroffen hat, den Maastricht-Vertrag zu brechen. Der Bruch mit der CDU kam für mich mit der Entscheidung der Bundesregierung, sich nicht mehr um das zu scheren, was man den Wählern versprochen hatte. Der Bruch kam, als die Bundesregierung die Arroganz der Macht praktizierte, denn die Bundesregierung kümmerte sich einen feuchten Kehricht um Verträge und Versprechen. Und das, meine Damen und Herren, kann eine aufgeklärte Bürgergesellschaft nicht widerspruchslos hinnehmen. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen werden es wahrscheinlich kennen. Ich habe hier ein Flugblatt der CDU aus dem Jahre 1999, was jetzt niemand von Ihnen lesen kann. Aber vielleicht haben Sie es im Internet gesehen und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, dann besorgen Sie sich vielleicht einmal, denn es ist eine gute Wahlkampfmunition, wie wir bereits festgestellt haben. Wir in Niedersachsen, die wir uns nicht ganz daran halten, wann der Wahlkampf wirklich eröffnet wird, sondern schon jetzt auf den Märkten stehen und mit den Leuten reden und ihnen unter anderem dieses Flugblatt sagen. Es stammt aus dem Jahr 1999, aus dem Europawahlkampf. Im Jahre 1999 war Herr Schäuble Parteivorsitzender und Frau Merkel war seine Generalsekretärin. Das heißt, die Personen, die auch jetzt noch das Sagen in der Bundesrepublik Deutschland und in der Bundesregierung haben, die Personen saßen auch damals bereits an den Schaltstellen der Macht, wenn auch in umgekehrter Hierarchie. Der Titel des Flugblatts ist nun, was kostet uns der Euro? Und auf die dort aufgeworfene Frage, muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen, heißt es ein ganz klares Nein. Der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, und ich betone jetzt das Wort verbietet, dass die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines anderen Mitgliedstaates haften. Meine Damen und Herren, das ist also ein Wahlversprechen der CDU gewesen. Das hat sie die Wähler glauben gemacht. Für diese Politik ist die CDU gewählt worden. Meine Damen und Herren, ich finde, es ist ein eklatanter Mangel an Anstand und an Wahrhaftigkeit, dass die CDU diese Prinzipien in einer einzigen Nacht im Mai 2010 sang- und klanglos über Bord geworfen hat. Die CDU und ihr kleines Anhängsel, die FDP, haben das Vertrauen, dass die Wähler ihnen geschenkt haben, schamlos missbraucht. Nun hat uns der Vorsitzende des Wirtschaftsrates der CDU, ein Herr Laub, ja gerade erst darüber belehrt, dass man die Wahlversprechen der CDU nicht so ernst zu nehmen braucht. Deshalb stimmt es ihn auch gar nicht, dass insgesamt 29 Milliarden Euro aus Steuermitteln von Frau Merkel dazu benutzt werden, sogenannte Wahlgeschenke zu finanzieren. Dass hier wirklich Wahlkampf gemacht wird mit den Ressourcen der Bürger und nur Interesse einer einzigen Partei.
Meine Damen und Herren, auch das, denke ich, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten und mich wundert, dass nicht ein viel empörterer Widerspruch gegen diese Machenschaften durch das Land hat. Aber lassen Sie mich zurückkehren zur Eurokrise, zum Mai 2010. Damals ging es ja um weit mehr als nur um die persönliche Redlichkeit Angela Merkels oder Wolfgang Schäubles. Es ging um den Bruch eines Vertrags. Und diesen Vertrag hatte der Bundestag beschlossen. Der Bundespräsident hatte ihn unterzeichnet und die Bundesrepublik Deutschland hatte ihn ratifiziert. Dieser früher Maastricht-Vertrag genannte Vertrag heißt heute Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und bestimmt in Artikel 125 genau das, was eben auf dem Flugblatt stand. Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaates und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein. Das ist die sogenannte Nichtbeistandsklausel. Sie ist glasklar. Es gibt keine Haftung und man tritt auch nicht in die Haftung ein. Dazu hat dann Frau Lagarde, die IWF-Chefin, ebenfalls glasklar gesagt, wir mussten die Verträge brechen, um den Euro retten zu können. Meine Damen und Herren, es ist, wie wenn eine Regierung sagt, wir mussten das Recht brechen, um unsere Ziele erreichen zu können. Das ist, wie wenn eine Regierung sagt, dem Rechtsstaat sind wir nicht verpflichtet. Das ist die Haltung eines Herrschers, der sich über das Gesetz stellt. Das ist die Haltung des Absolutismus. Die Haltung, die wir von Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, kennen, dass man sagt, der Staat, das bin ich. Und das ist einer demokratischen Gesellschaft inklusive. Wie verhält es sich denn nun mit der Rechtfertigung der Euro-Retter? Ist die Gefährdung des Euro denn tatsächlich der rechtfertigende Notstand gewesen, der den Bruch des gegebenen Wortes, den Verrat am Vertrauen der Wähler und den Bruch des Grundlagenvertrags der Europäischen Union akzeptabel macht? Meine Damen und Herren, schon der Satz, Frau Lagarde, wir mussten die Verträge brechen, um den Euro retten zu können, ist in sich widersprüchlich. Denn mit dem Bruch des Vertrages gab es den Euro gar nicht mehr. Der Vertrag, diese Nichtbeistandsklausel, besagte Artikel 125, den man gebrochen hat, war gerade ein konstituierendes Merkmal des Euro. Mit dem Bruch der Nichtbeistandsklausel hat man dem Euro sein Grab selbst geschaufelt. Oder, wenn Sie es etwas bildlicher haben wollen, Europa war dem Mythos nach eine holde Jungfrau, die vom Göttervater Zeus in Gestalt eines schönen, maskulinen Stiers entführt wurde. Lassen Sie es mich daher am Beispiel dieses Stieres sagen. Wenn Sie dem Stier das nehmen, was ihn zum Stier macht, dann ist er eben kein Stier mehr, dann ist er nur noch ein lahmer Ochse. Und so, meine Damen und Herren, so verhält es sich mit dem Euro auch. Der Euro von heute ist nicht mehr der Euro des Jahres 1999, weil der Euro nicht mehr die starke, stolze Währung ist, die sich auf einer Nichtbeistandsklausel stützen konnte. Diese Währung wurde gar nicht gerettet, sondern die Währung wurde zerstört durch den Vertragsbruch des Jahres 2010. Seitdem haben wir eine schwache Währung. Eine Ersatzwährung, die noch denselben Namen führt, aber die nicht mehr dieselbe wirtschaftliche Kraft und dieselbe wirtschaftliche Funktion hat. Ich habe nun oft, meine Damen und Herren, den Vorwurf anhören müssen, dass ein Ende des Euros gleichzeitig ein Ende der Europäischen Union bedeuten würde. So ein Quatsch. Meine Damen und Herren, die EU hat mehr als 40 Jahre lang ohne den Euro existiert. Und sie hat sich dabei sehr gedeihlich entwickelt. So gedeihlich, so erfolgreich und so friedfertig, dass man das europäische Einigungswerk nach 5 oder nach 10 oder spätestens nach 15 Jahren ruhig mit dem Friedensnobelpreis hätte ehren können. Damals, meine Damen und Herren, damals wäre er fällig gewesen, dieser Friedensnobelpreis in einem Europa lange vor dem Euro. Aber so ist es nicht gekommen, wie Sie wissen. Tatsächlich hat sich das Stockholmer Nobelpreiskomitee viel zu spät entschieden, die Europäische Union für diese Einigung, für die friedliche Einigung der europäischen Völker zu ehren. Sie kamen an im Jahre 2012 wie Kai aus der Kiste. Verspätet,
schlaflos und nicht frei von dem Verdacht, dass man den Friedensnobelpreis eigentlich für einen ganz anderen Zweck verwendet hat. Nämlich den Friedensnobelpreis dafür gegeben hat, die unübersehbaren Risse im europäischen Haus zu übertünchen. Meine Damen und Herren, den Nobelpreis. Den Nobelpreis zu instrumentalisieren, um ihn als Tünche benutzen zu können, das hat der Friedensnobelpreis wirklich nicht gemacht. Das Stockholmer Nobelpreiskomitee hat sich mit seiner Entscheidung im Jahre 2012 zumindest seine eigene Sprachlosigkeit bescheinigt. Denn offenkundig anerkannt und bekannt war der friedensstiftende Charakter der Europäischen Union natürlich bereits vorher. Aber nicht minder schlafmützig war die Europäische Union natürlich selbst. Waren all die hochbezahlten Brüsseler Beamten, von denen Tausende, wie wir wissen, mehr Geld verdienen als die deutsche Bundeskanzlerin. Schlafmützig waren die ganzen Beamten, die immer wieder mit gefälschten griechischen Zahlen aufgesessen sind. Schlafmützig waren die Beamten, die Griechenlands Euro-Beitritt befürworteten, obwohl Griechenland bereits im Jahre 2001 viel mehr Schulden hatte, als nach EU-Recht überhaupt zulässig gewesen ist. Schlafmützig war die gesamte Führungsriege der Europäischen Union, die scheinbar im Jahre 2009 noch nicht sah, was Griechenland im Jahre 2010 zustoßen würde. Und das müssen Sie einmal kontrastieren, meine Damen und Herren, mit dem, was heute passiert. Heute ist es so, dass alle Augen der Europäischen Union auf Griechenland gerichtet sind. Heute ist es so, dass die Troika, dieses allmächtige Dreigestirn, das Herr Adam bereits gewürdigt hat, nach Griechenland fährt, die wirtschaftliche Lage dort studiert und dann zurückkommt und die fantastischsten Projektionen für die griechische Schuldentragfähigkeit macht. Heute ist es so, dass man Schuldentragfähigkeitsprojektionen für Griechenland macht bis ins Jahre 2040 hinein. Ich persönlich, meine Damen und Herren, glaube davon nichts. Aber ich glaube ganz entschieden, dass man im Jahre 2009 hätte erkennen können, was im Jahre 2010 mit den griechischen Schulden passiert ist. Da hätte man also Vorsorge treffen können. Dieses ganze Spiel, was gespielt worden ist im Mai 2010, mit diesen Nachtsitzungen, in denen man dann den Eindruck erweckt hat, dass man, Not kennt kein Gebot, schnell einen gewaltigen Rettungsschirm aufspannen muss, weil sonst Europa zusammenkracht, das war eine völlige Überdramatisierung der Situation. Denn selbstverständlich wusste man seit langem, dass Griechenland in diese Probleme hineinläuft. Selbstverständlich kannte man griechische Haushaltspläne, man kannte griechische mittelfristige Finanzplanung, man kannte die Termine, zu denen Griechenland seine Schulden würde refinanzieren müssen. Alles das war bekannt und das auf ein Jahr hinweg zu projizieren, wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und wenn man das getan hätte und die Konsequenzen gezogen hätte aus der Erkenntnis, dass Griechenlands Schuld nicht tragfähig ist, dann hätte man sicherlich ein volles Jahr Zeit gehabt, um ein Ausscheiden Euros, ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro, ein kontrolliertes Ausscheiden Griechenland aus dem Euro angemessen vorzubereiten und im Mai 2010 zu vollziehen, sodass den Griechen viel Not und uns viel Geld erspart geblieben wäre. Denn, meine Damen und Herren, teuer wird die Geschichte jetzt für uns, und zwar vermutlich gleich nach der Bundestagswahl. Griechenland ist pleite, das ist bekannt, das pfeifen die Spatzen von den Dächern und der Internationale Währungsfonds hat ja auch schon offen die Umschuldung gefordert. Er hat sie gefordert im letzten Herbst und er hat sie jetzt vor wenigen Wochen erneut gefordert. Er hat gesagt, Griechenland braucht die Schuldenrestrukturierung, den Schuldenschnitt und damit hat er nicht laut ausgesprochen, aber für jeden vernehmlich dennoch gesagt, damit sind die Steuergelder, die nach Griechenland geflossen sind, zu einem großen Teil weg. Man mag sich fragen, meine Damen und Herren, was legitimiert eigentlich den IWF, zunächst die Empfehlung zu geben, Griechenland über solche Hilfsprogramme zu stützen, die rein aus Steuergeldern finanziert werden, und dann nur wenige Monate später mit der Empfehlung zu kommen, diese Steuergelder verloren zu geben. Welche demokratische Legitimation steckt eigentlich hinter dieser Empfehlung? Meine Damen und Herren, ich will hier ein bisschen kürzen, weil manches auch von Herrn Adam schon gesagt worden ist. Insbesondere habe ich hier noch einige Boshaftigkeiten über Frau Lagarde
zu sagen, aber es ist vielleicht nicht angemessen, wenn gleich zwei ältere Herren über eine abwesende Dame schimpfen. Deshalb würde ich mir das auch nicht mal. Ich will nur darauf hinweisen, meine Damen und Herren, dass durch die Euro-Rettung natürlich nichts besser geworden ist. Im Gegenteil, die Krise breitet sich immer weiter aus. Sie erfasst immer mehr Staaten. Ursprünglich war die Euro-Rettung in Griechenland dazu gedacht, einzudämmen, Ansteckungen zu verhindern, dass die Krise übergreift auf andere Staaten. Aber wie ist die Situation heute, 3 Jahre später? Heute ist es nicht nur Griechenland, was in einer schweren Krise steckt. Portugal steckt genauso in einer schweren Krise. Irland ist vom Sog erfasst worden. Spanien steckt mittendrin in der Wirtschaftskrise. Die spanischen Banken sind bereits unter dem ESM. Zypern ist von der Krise erfasst worden. Slowenien hat bereits angeklopft und ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis Italien in diesen Strudel hineingerissen wird. Der gesamte südeuropäische Bereich, meine Damen und Herren, kann ganz augenscheinlich dieser Krise sich nicht entziehen. Und das liegt nicht etwa daran, dass grundsätzlich Mittelmeerländer etwas anderes sind als zentraleuropäische oder mitteleuropäische Staaten, sondern es liegt an fundamentalen wirtschaftlichen Gegebenheiten. Es liegt daran, dass eine einheitliche Währung in Europa etabliert worden ist, mit der alle gemeinsam leben können sollen, aber es nicht schaffen, weil die individuellen Gegebenheiten eben unterschiedlich sind. Und deshalb muss man die besser. Deshalb muss man die Konsequenz daraus ziehen und sagen, Schuhgröße 40 für alle, das passt eben nicht. Möglicherweise ist es besser, wenn einzelne Staaten aus dem Euro ausscheiden und damit ihrem wirtschaftlichen Wohlergehen viel bessere Dienste leisten, als wenn sie krampfhaft und nur einer Staatsräson willen in der gemeinsamen Währung verharren. Was wir gesehen haben, ist, dass die Leidtragenden an der Krise immer die Bürger in den Krisenstaaten sind, die in Arbeitslosigkeit und zum Teil in wirkliche soziale Not abgleiten. Die Leidtragenden sind die Bürger aber auch in den mitteleuropäischen Staaten, in Deutschland, in Frankreich und in den Niederlanden und in Österreich und vielen anderen Staaten, die mit ihren Steuern, ihren Ersparnissen und ihrer Altersversorgung dafür zahlen müssen. Leidtragend ist unser Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft, deren Ressourcen über Gebühren beansprucht werden und deren wesentliche Mechanismen in einem beängstigenden Tempo außer Kraft gesetzt werden. Dies zu ändern, ist die Alternative für Deutschland angetreten. Und die Änderung geht nur so. Wir müssen raus aus den Haftungsvermögen. Wir müssen diese fatale Rettungsschirmpolitik beenden, ehe sie uns selbst in den Schuldenstrudel reißt. Wir müssen raus aus dem Haftungsverbund des Euro und wir dürfen um Gottes Willen nicht rein in den Haftungsverbund der Bankenunion. Denn die Bankschulden sind ein Vielfaches der Staatsschulden, die uns jetzt schon schwer auf der Tasche liegen. Meine Damen und Herren, manchmal wird man gefragt, ist denn überhaupt noch etwas zu ändern? Kommen wir als Alternative für Deutschland nicht zu spät? Sind die wesentlichen Entscheidungen nicht längst gefallen in Berlin und in Brüssel und natürlich auch in Paris? Und die Antwort ist ganz klar, nein, Gott sei Dank, noch nicht. Noch sind es nämlich nur die kleinen Staaten, für die wir bürgen. Griechenland, Irland, Portugal und Zypern. Das ist teuer genug, das ist schmerzhaft genug, wie wir noch erleben werden. Aber die ganz großen Brocken, die stehen noch vor der Tür. Spanien, Italien und selbst Frankreich mag eines Tages bald mehr Last als Hilfe sein. Schon jetzt ist das alles unendlich teuer, aber noch ist Zeit zum Umsteuern, denn zum Glück muss ja jeder neue Kredit vom Bundestag bewilligt werden. Meine Damen und Herren, helfen Sie uns dabei, dass wir keinen einzigen dieser Kredite mehr bewilligen werden. Aufheben. Am besten zunächst dadurch, dass der gesamte Club Med ausscheidet aus dem Euro. Wege dazu, plötzlich oder gleitende, gibt es genug und ich habe gelegentlich in den erwähnten Talkshows darüber geredet. Ich werde Ihnen das heute ersparen. Aber es ist so, auch dann, wenn die südeuropäischen Staaten ausgeschieden sind aus dem Euro, dann muss im Rest Euro Tacheles
gesprochen. Der Rest-Euro, der dann nur noch die mitteleuropäischen Staaten und vielleicht Irland umfassen wird, der kann nur dann fortbestehen, wenn die europäischen Verträge geändert werden. Es muss ein striktes Verbot der Haftung für die Schulden anderer Länder geben. Nicht nur eine windelweiche Formulierung, so wie wir sie heute haben. Es muss ein Verbot der Haftung für die Schulden anderer Länder geben, ein Verbot, das einklagbar ist für jeden einzelnen Bürger. Wenn das nicht geht, wenn das nicht möglich ist, meine Damen und Herren, dann sollten wir lieber zu den nationalen Währungen zurückkehren, denen wir ursprünglich unseren gesamten Wohlstand verdanken. Meine Damen und Herren, das ist eines der Ziele, für das die Alternative für Deutschland steht. Wir sind die einzige Partei in Deutschland, die an die Wurzel des Problems geht. Wir sind die einzige Partei, die das Problem dort lösen will, wo es herrührt. Bei der gemeinsamen Währung, dem neuen Euro, diesem Haftschulden-Euro, den wir seit 2010 haben. Wir sind als Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren, die einzige Partei, die den lahmen Ochsen bei den Hörnern passt, fasst und ihn hoffentlich zu Boden zieht. Die anderen Parteien kurieren stattdessen nur an den Symptomen. Keiner hat den Mut, die Ursachen zu benennen. Schauen wir uns an, was sie zur Eurokrise zu sagen haben. Und schauen wir dabei vielleicht zunächst auf die Opposition. Deren ureigenste Aufgabe ist es doch, als Opposition, Gegenentwürfe zur Regierungspolitik zu formulieren. Aber wie Sie wissen, meine Damen und Herren, weit gefehlt. Die Bundesregierung hat als Regierung versagt, keine Frage. Aber die Opposition hat als Opposition versagt, wie eine Opposition schlimmer überhaupt nicht versagen kann. SPD und Grüne tragen folgsam mit, was Frau Merkel vorgibt. SPD und Grüne kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass Griechenland vielleicht wirklich pleite ist und einen Schuldenschnitt braucht. Sie kommen gar nicht auf die Idee, dass es unsozial ist, wenn die Steuerzahler den Banken ihre riskanten Griechenland-Papiere abkaufen. Sie kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass es ungerecht ist, wenn die griechische Bevölkerung jetzt für das leidet, was die griechische Regierung und die Banken verbockt haben. Meine Damen und Herren, wenn eine Opposition, die sich ja gerne ihr soziales Gewissen prangend auf die Brust heftet, wenn eine Opposition so schwach ist, dass ihr das nicht aufhält, dann ist irgendetwas faul mit dieser Opposition. Um nicht zu sagen, die Opposition selbst ist faul mit dem Fall. Nehmen wir mal die Grünen. Die Grünen waren einmal eine junge Partei des Aufbegehrens. Heute sind sie alt und arriviert. Sie laufen mit dem Schlips herum und guten Anzügen statt in Turnschuhen und Jogginghemd, wie das früher der Fall gewesen ist. Sie sind nicht weniger verkrustet, als es die anderen alten Parteien auch sind. Sie haben sich dem Mainstream angepasst, soweit sich nicht der Mainstream den Grünen angepasst hat. Sie sind verbraucht und ideenlos. Denn außer Steuererhöhung fällt Ihnen zur Eurokrise in Ihrem Wahlprogramm überhaupt nichts ein. Aber meine Damen und Herren, um die Steuern zu erhöhen, hätten wir doch die Grünen nun wirklich nicht gebraucht. Das hätte die SPD auch ganz alleine gemacht. Immerhin sind die Grünen und die SPD in gewisser Hinsicht ehrlich. Sie wissen, die Euro-Rettung wird für uns unendlich teuer. Gewaltige Lasten kommen auf Deutschland zu aus dieser Euro-Rettung. Hunderte von Milliarden von Euros sind bereits nach Südeuropa geflossen oder zugesagt worden und dennoch hat sich die Lage dort nur weiter verschlechtert. Deshalb wollen SPD und Grüne die deutschen Steuerzahler nun zur Ader lassen und zwar kräftig. Meine Damen und Herren, SPD und Grüne wollen umverteilen. Und sie werden umverteilen mit Steuern, mit Eurobonds, mit Zwangsanleihen, wenn wir sie nicht daran hindern. Und nun bin ich an dem Punkt, wo die CDU mich gerne hin hätte, nicht wahr?
bei dem CDU-Argument, dass die CDU sagt, naja, wenn man die Alternative für Deutschland wählt, dann muss man ja damit rechnen, dass die Alternative für Deutschland jetzt vielleicht im Deutschen Bundestag nicht hineinschafft. Dann sind diese Stimmen also verloren. Dann hat die Alternative für Deutschland der CDU oder der FDP Stimmen geraubt, die fehlen für eine bürgerliche Mehrheit. Dann kommt möglicherweise Rot-Rot-Grün ran und dann kommen die Euros. Meine Damen und Herren, dieses Argument, das kommt, und das wird Ihnen auf den Straßen schon begegnet sein oder es wird Ihnen im Wahlkampf begegnen. Und nichts daran ist wahr. Schon die Voraussetzung stimmt nicht. Die Voraussetzung stimmt schon nicht, dass die Alternative für Deutschland der CDU oder der FDP Stimmen raubt. Meine Damen und Herren, wir nehmen der CDU nicht eine einzige Stimme weg. Und wir nehmen auch der FDP nicht eine einzige Stimme weg. Wir nehmen ausschließlich die Stimmen derjenigen Wähler, die CDU und FDP nicht mehr wählen wollen. Wähler, die CDU nicht mehr wählen wollen oder die FDP nicht mehr wählen wollen. Wir nehmen auch die Wähler, die SPD nicht mehr wählen wollen oder die Grünen nicht mehr wählen wollen oder die Linken nicht mehr wählen wollen. Denn unser Anliegen ist doch ein Anliegen, was alle anständigen Steuerzahler betrifft. Das ist doch bei SPD-Wählern nicht weniger ernst genommen, das wird doch nicht weniger tief empfunden, als es bei CDU und FDP-Wählern der Fall ist. Wir sind eine Partei, die wirklich aus der Breite der Gesellschaft herauskommt, mit einem wichtigen Anliegen, was jeden Bürger betrifft, weil es die Ressourcen eines jeden Bürgers sind, die hier in einer unsinnigen Art und Weise verwendet und verschwendet werden. Und deshalb ist es so, meine Damen und Herren, dass es eben keineswegs nur Stimmen sind, die die CDU glaubt, abonniert zu haben, die aber tatsächlich gar nicht zustehen, sondern es sind genauso Wähler, die früher in vorhergehenden Wahlen andere Parteien gewählt haben, die die SPD gewählt haben oder die Grünen oder die Linke gewählt haben. Ich möchte daran erinnern, meine Damen und Herren, dass in einigen Meinungsumfragen uns das größte Wählerpotenzial bei Wählern der Linken vorausgesagt worden ist. Bei den Menschen, die in Ostdeutschland ansässig sind und dort 40 Jahre lang darauf gewartet haben, dass sie die D-Mark kriegen. Und als die D-Mark da war, kaum war sie da, war sie auch schon wieder weg. Und diese Leute, die haben Sympathien für uns, meine Damen und Herren. Diese Leute, die hören mit offenen Ohren, wenn wir darüber reden, dass dieser Euro, der ja in weiten Kreisen der Bevölkerung auch etwas verrufen ist als die Währung, die alles nur teuer gemacht hat, wenn dieser Euro vielleicht wieder abgelöst wird durch eine nationale Währung. Das heißt, wir haben Wählerpotenzial aus allen politischen Richtungen und wir haben Wählerpotenzial auch insbesondere in dem rot-rot-grünen Bereich. Meine Damen und Herren, wenn wir uns ein bisschen anstrengen in Ostdeutschland, dann können wir es vielleicht schaffen, der Linken diese 2 oder 3 Prozentpunkte abzunehmen, die sie überhaupt im Deutschen Bundestag hält. Das wäre doch mal eine Leistung für die Verfassung. Das wäre doch mal eine reife Leistung, wenn es uns gelänge, die Linken aus dem Parlament zu schießen. Und das könnte sich jedem sagen, der sagt, wir würden möglicherweise eine rot-rot-grüne Regierung begünstigen. Ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren, wir werden alles tun, auch der rot-rot-grünen, der möglichen rot-rot-grünen Koalition, alle diejenigen Wähler abspenstig zu machen, die SPD oder Grüne oder die Linke nicht mehr wählen wollen. Zu diesem Argument mit den Eurobonds und dass die Eurobonds kommen, wenn Rot-Rot-Grün an der Regierung ist. Aber Frau Merkel im Verein mit Herrn Rösler ist diejenige, die die Trutzburg gegen die Eurobonds darstellt. Meine Damen und Herren, das können Sie Ihrer Großmutter erzählen, nicht wahr? Frau Merkel hat so viele rote Linien in den letzten 3 Jahren auch in den Sand gezogen. Sie hat so viele rote Linien überschritten, nicht wahr, nach kürzester Zeit. Ihrem Versprechen, dass wir keine Eurobonds kriegen, glaube ich, genau bis zum 22. September und keinen Tag länger. Aber schauen wir nochmal auf unsere Regierung, auf die CDU, CSU und auf die FDP. Die sind noch nicht mal so ehrlich wie SPD und Grüne und sagen uns, was auf uns zukommt.
Die bagatellisieren stattdessen den lieben langen Tag, die Eurokrise, und schwinden dem Bürger eine heile Welt vor. Sie sind noch nicht mal bereit zuzugestehen, dass es ein Problem gibt, so wie der IWF beispielsweise in seinem jüngsten Bericht zugestanden hat, die wirtschaftliche Lage in Portugal ist einfach düster. So etwas würden Sie aus dem Munde von Frau Merkel natürlich nicht hören. Gewiss, ganz klarheitlich weiß jeder CDU-Abgeordnete und weiß jeder FDP-Abgeordnete, dass ein Vermögen an Steuergeldern in den Mittelmeerländern in den Sand gesetzt wird. Aber wenn es nach CDU und FDP geht, dann sollte man den Bürgern dabei das Zuschauen am besten verbieten. Die Bürger sollten sich lieber beschäftigen mit Homo-Ehen und mit Frauenquoten, statt damit, dass die Europäer die Gut haben, dass der Staat alles verloren hat. Da ist dann zum Beispiel die FDP. Die Partei, die den Bürger weiß macht, sie könne gleichzeitig die Schulden und die Steuern senken. Wie bitte? Weniger einnehmen und mehr Steuern tilgen. Wer das den Bürger weiß macht, meine Damen und Herren, der ist durch und durch falsch. Und dann hat die FDP noch die Stirn auf andere mit dem Finger zu zeigen und ihnen Populismus vorzuwerfen. Das, meine Damen und Herren, ist dreist, denn das, was die FDP sagt, ist selbst die Spitze des Populismus. Ich übersetze FDP deshalb künftig lieber mit falsch, dreist, populistisch. Die FDP ist die Partei, die sich traditionell für sogenannte Ordnungspolitik eingesetzt hat. Aber in der Europolitik hat sie eine Unordnung sondergleichen mitverantwortet. Sie ist also diejenige Partei, die die Verlogenheit auf die Spitze treibt, weil sie alles mitträgt, was gegen ihre eigenen Prinzipien geht, um nur ja in der Regierung und im Parlament bleiben zu können. Meine Damen und Herren, dieses opportunistische Machtkalkül, das sollten wir durchkreuzen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die FDP am 22. September nicht mehr Prozente bekommt, als ihr Sparbuch an Zinsen hat. Meine Damen und Herren, über Ordnungspolitik kann man nicht reden, ohne auch gleichzeitig über Transparenz zu reden. Und an der Euro-Rettungspolitik ist nichts transparent. Wissen Sie auch nur annähernd, für wie viel 100 Milliarden Euro Deutschland in der Euro-Rettungspolitik Haftungsrisiken eingegangen ist? Selbst Fachleuten fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Da sind die bilateralen Griechenland-Kredite. Da ist der erste Rettungsschirm, EFSF. Da sind die EU-Programme, von denen man lange Zeit nichts mehr gehört hat. Und wissen Sie warum? Weil in der EU auch die Briten drin sind. Und die Briten haben gesagt, an diesem Programm nehmen sie nicht mehr teil, die sind ihnen nämlich zu riskant. Gut, wir Deutschen sind in diesem EU-Programm noch drin, aber sie werden nicht neu aufgenommen. Dann gibt es den Rettungsschirm, den europäischen Stabilisierungsmechanismus. Dann gibt es mysteriöse Hebelungen des Rettungsschirms, des ersten Rettungsschirms und des zweiten Rettungsschirms. Dann gibt es Haftungsrisiken über den internationalen Währungsfonds. Dann gibt es die Staatsanleihenkäufe der EZB, teils limitierte Programme, teils Programme, die unlimitiert laufen. Und schließlich gibt es da noch rund 600 Milliarden Euro an Target 2-Salden. Da kann kein Mensch mehr durchblicken, da ist von Transparenz und Ordnung wahrhaftig keinerlei Rede mehr. Aber nun habe ich lange genug über die Euro-Krise geredet. Sie ist unser Aufhänger, aber sie ist nicht unsere gesamte programmatische Breite. Lassen Sie uns doch mal auf andere Politikbereiche schauen. Auf andere Themen für die Alternative für Deutschland. Da ist zum Beispiel das Steuerrecht. Jeder, der seine Einkommensteuererklärung macht, verzweifelt Jahr für Jahr über neue Regelungen, die die Erklärung erneut komplizierter machen. Es wibbelt von Detailregelungen, von Ausnahmetatbeständen und Sondervorschriften, die dem einfachen Bürger völlig undurchschaubar sind. Ein Steuerrecht, das aber so intransparent ist, dass es vom Bürger nicht mehr verstanden wird, das kann nicht gerecht sein. Denn es lädt ein zum Missbrauch. Und es darf nicht sein, meine Damen und Herren, dass die Cleveren weniger besteuert werden als die Ehrlichen. Hat nicht die FDP versprochen, das Steuerrecht zu vereinfachen?
Seriöse, einfache und gerechte Reformvorschläge, wie der von Paul Kirchhoff beispielsweise, liegen seit langem vor. Aber was hat denn die FDP nun getan mit ihrem großen Vertrauensvorsprung von fast 15% bei der letzten Bundestagswahl? Was hat sie getan, als sie die Möglichkeit zur Steuervereinfachung hatte? Sie hat das Thema nach der Wahl 2009 fallen lassen, wie die CDU nach der Wahl 2005, Herr Kirchhoff, hat fallen lassen. Nichts zeigt besser, meine Damen und Herren, die Reformunfähigkeit und die Reformunwilligkeit der etablierten Parteien. Nichts zeigt besser, warum wir eine Alternative für Deutschland brauchen. Denn seit 2005, seit die CDU sich das Thema Steuervereinfachung so plakativ auf die Fahnen geschrieben hat, ist nichts passiert. Jahre sind vergangen und nichts hat sich verbessert im Steuerrecht. Die einzige Neuerung dieser Legislaturperiode war, dass die Mehrwertsteuer für die Hoteliers gesenkt wurde. Und warum nun, meine Damen und Herren, warum nun gerade für die Hoteliers? Warum denn nicht für die Innendekorateure? Oder die Änderungsschneider? Oder den Zuckerwarenbäcker? Warum hat man eine neue Ausnahme geschaffen, statt eine klare Regel anzuwenden? Meine Damen und Herren, wenn Sie Steuervereinfachung wollen, dann dürfen Sie ganz augenscheinlich auf die etablierten Parteien keinerlei Hoffnung setzen. Die haben ihre Chance gehabt. Zweimal. Und sie haben sie nicht genutzt. Ein einfaches, transparentes und gerechtes Steuerrecht kriegen Sie nur mit uns, nur mit der Alternative für Deutschland. Ein anderes Prinzip des gesunden Menschenverstands ist das der Nachhaltigkeit. Oder, wenn Sie dies für ein grünes Modewort halten, das Prinzip der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Wegen dieser Verantwortung setzen wir uns dafür ein, dass der Staat, unser Staat, ganz unabhängig von der Eurokrise, sich nicht stärker verschuldet, als es langfristig tragfähig ist. Deshalb bejahen wir die Schuldenbremse des Grundgesetzes. Und an dieser Stelle könnte ich jetzt natürlich sofort zurückschweifen zur Eurokrise, in der uns die dramatischen Zahlungsverpflichtungen drohen, für die im Bundeshaushalt nebenbei bemerkt keinerlei Vorsorge getroffen worden ist. Hier könnte ich ja, hier müsste ich eigentlich darauf verweisen, dass die Bundesregierung keinen Plan B hat für die Krise. Kein Konzept dafür, wie unsere Zahlungsversprechen finanziert werden sollen, wenn sich die optimistischen Szenarien, die unrealistisch optimistischen Szenarien für die Entwicklung der Krisenstaaten vielleicht nicht realisieren. Hier muss ich zumindest noch kurz erwähnen, dass in diesem Jahr nicht gerade ganz unwahrscheinlich Fall die Missachtung der Schuldenbremse, der Bruch der Verfassung unvermeidlich ist. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht nur als Missachtung der Verfassung inakzeptabel, sondern es ist auch durch das unkontrollierte Auftürmen von künftigen Zahlungsverpflichtungen unverantwortlich. Verantwortungslos gegenüber unseren Kindern und gegenüber unseren Eltern. Aber es ist gar nicht die Staatsverschuldung, auf die ich hier abstimme. Das Gebot der Nachhaltigkeit, der Verantwortung gegenüber unseren Kindern gilt auch unserer Alterssicherung, gilt für unsere Renten und Pensionen. Unsere Alterssicherung ist in wesentlichen Teilen von unseren Kindern zu bezahlen, über Rentenversicherungsbeiträge oder über Steuerzuweis und Pensionen. Und Kinder haben in diesem Land, wie bekannt, viel zu wenig. Das wissen wir seit langem, und weil unsere Kinder mit dieser Aufgabe überfordert wären, die Altersvorsorge der jetzt alten Generation zu finanzieren, hat man ja vor rund 10 Jahren die sogenannte Riester-Rente erfunden. Da hat die Regierung den heute Erwerbstätigen die Aufforderung übergeben, private Vorsorge für das Alter zu treffen, Ersparnisse zu bilden. Ersparnisse, die im Alter den Lebensstandard sichern können, weil die normale Rente dafür nicht ausreichend. Ersparnisse über viele Jahre angehäuft und verzinst sollten nach diesem Konzept zu einem ansehnlichen Vermögen sich anhäufen. Jetzt aber steht die Bundesregierung vor den Trümmern dieser Politik. Und sie sagt es richtig. Seit der Finanzkrise gibt es für die Zinsen auch Erspartes nur einen einzigen Weg, nämlich nach unten. Inzwischen ist durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank der Zinssatz auf Erspartes so niedrig geworden, dass der Präsident des Verbandes der Versicherungswirtschaft einen öffentlichen Hilferuf ausgesendet hat. Die privaten Rentenversicherer können auf Dauer noch nicht einmal mehr
die vertraglich fixierten Garantiezinsen erwirtschaften. Und im kurzfristigen Bereich der Zinsen sind die Zinsen praktisch bei Null angekommen. Wer sein Geld heute noch auf das bewährte Sparbuch legt oder ähnliche Anlageformen wählt für seine Alterssicherung, der erleidet von Jahr für Jahr einen Vermögensverlust. Jedes Jahr frisst die Inflationsrate rund 2% der Ersparnisse weg. Und Schlimmeres steht bevor, denn bei 2% Inflation wird es auf Dauer vermutlich nicht bleiben. Meine Damen und Herren, über kalte Progression ist ja sehr viel geredet worden, aber dies hier ist kalte Enteignung. Leider wissen die wenigsten Menschen davon oder verstehen, was vorgeht. 2% scheint so wenig zu sein. Aber 2% jedes Jahr, 2% über 10 oder 20 oder 30 Jahre hinweg jedes Jahr, ist ein beachtlicher Vermögensverzehr. Es ist unsere Aufgabe als Alternative für Deutschland, darüber aufzuklären. Es ist unsere Aufgabe, Alternativen zu benennen. Und eine Alternative liegt sofort auf der Hand. Die Europäische Zentralbank muss aufhören, die Märkte mit Hunderten von Milliarden Euro billigen Geldes zu überfluten. Es ist doch ganz offensichtlich, dass das Überangebot an Liquidität die Zinsen gegen Null drückt. Das Überangebot an billigem Geld begünstigt den weiteren Anstieg der Verschuldung. Denn Schulden müssen jetzt wenig an Zinsen bezahlen. Aber es drückt die Ersparnisbildung, genau das, was wir für unser Alter brauchen. Das Übermaß an billigem Geld prägt die Sparer um den Lohn ihrer Ersparnis und raubt ihnen einen Teil ihrer Altersversorgung über die Inflation. Diese Politik ist unsozial und unverantwortlich, meine Damen und Herren, und deshalb müssen wir sie beenden, so schnell es überhaupt nur können. Dass unser Rentensystem nicht nachhaltig finanziert ist, liegt natürlich primär an unserem demografischen Problem. In Deutschland werden weniger als 1,3 Kinder pro Frau geboren. Anders als zum Beispiel in Frankreich, wo es 2 Kinder pro Frau sind, sogar gar ein bisschen mehr. Die Bundesregierung versucht nun diesen Geburtenmangel, an den wir uns bedauerlicherweise schon richtig gewöhnt haben, durch Zuwanderung auszugleichen, was im Prinzip auch eine angemessene Politik ist. Aber wer unter welchen Voraussetzungen nach Deutschland einwandern darf und wer einwandert, ohne es zu dürfen, ist völlig intransparent. Der Deutsche Städte- und Gemeindetag hat vor einigen Monaten beredt darüber Klage geführt, welche Probleme in vielen Kommunen durch die ungeordnete Zuwanderung von vor allem Roma und Sinti entstehen. Wenig später ist dieses sensible Thema dann wieder im allgemeinen Schweigen versunken. Meine Damen und Herren, man löst die Schwierigkeiten aber nicht dadurch, dass man sie ignoriert. Es ist vielmehr so, dass wir hier, meine Damen und Herren, auch die Frage nach der Verantwortung der Politik gegenüber diesen Menschen stellen müssen. Wir können mit den Roma und Sinti exemplarisch beginnen, weil der Deutsche Städte- und Gemeindetag das nun mal thematisiert hat. Aber es gilt letztlich für jede Zuwanderergruppe. Menschen, die aufgrund fehlender Sprachkenntnisse, aufgrund mangelnder Bildung und aufgrund mangelnder Berufserfahrung keine realistische Chance auf Eingliederung in den Arbeitsmarkt in einer modernen und hochgradig technisierten Wirtschaft haben, werden menschenunwürdig behandelt, wenn sie in dauernder Untätigkeit und der Abhängigkeit von den sozialen Leistungen unseres Staates gehalten werden. Diese Feststellung, meine Damen und Herren, ist zunächst mal völlig unabhängig von den Kosten, die unsere Sozialsysteme durch die Inanspruchnahme entstehen. Diese Feststellung bezieht sich auf die Menschen und auf das Schicksal, was diese Menschen erleiden in einem Land, von dem sie sich eigentlich Freiheit und Wohlstand und wirtschaftliche Entfaltung erhoffen, die sie aber hier nicht erbringen können, die sie sich hier nicht erwirken können, weil es ihnen an den Voraussetzungen fehlt. Es ist doch so, und ich denke, wir sind uns darüber einig, jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Wer aber aufgrund mangelnder sprachlicher oder beruflicher Qualifikation genau dieses, aufgrund mangelnder beruflicher Qualifikation nicht am Arbeitsmarkt partizipieren kann, der kann genau dieses Recht nicht ausüben. Und deshalb fordern wir als Alternative für Deutschland klare und transparente Regeln für die Einwanderung nach Deutschland,
ein Zuwanderungsrecht, das sich an den Qualifikationen und Kompetenzen der Zuwanderer genauso orientiert wie an den Erfordernissen des deutschen Arbeitsmarktes. Für die Migration innerhalb der EU gelten ja nun besondere Regeln. Und an der Niederlassungsfreiheit wollen wir nicht im Mindesten rütteln. Natürlich ist jeder EU-Bürger bei uns willkommen, der in Deutschland redlich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Aber das Problem dieser Form von Zuwanderung besteht doch gerade darin, dass es gar nicht berufliche Chancen sind, die Migration bewirken, sondern die Höhe des deutschen Kindergeldes. Der Deutsche Städte- und Gemeindetag hat das anschaulich beschrieben. Es reicht eine kurze Gewerbeanmeldung für ein Gewerbe, das vermutlich nie seinen Betreiber ernähren wird. Das reicht, um den Anspruch auf Kindergeld zu begründen. Und dieses Kindergeld kann für kinderreiche rumänische Familien viel mehr sein, als einfache Menschen aus ländlichen Gebieten Rumäniens dort mit Erwerbstätigkeit erzielen können. Da wirkt dann also das Niveau deutscher Sozialleistungen wie ein Magnet. Nun können diese Verwerfungen und Probleme, die sich zum Beispiel durch die Zuwanderung ganzer rumänischer Dorfschaften für deutsche Städte und Kommunen ergeben, relativ einfach und einleuchtend gelöst werden. Dafür ist nicht viel mehr erforderlich, als an die Verantwortung zu erinnern, die ein Staat für seine Bürger hat. Warum soll denn nicht jeder EU-Staat für die soziale Absicherung seiner Bürger selbst zuständig sein? Für jeden lebenslang und unabhängig von dessen Aufenthaltsort innerhalb der Europäischen Union. Dann hätten wir folgende Situation, um am Beispiel der rumänischen Bürger zu bleiben. Rumänische Bürger haben einen Anspruch auf rumänische Sozialleistungen, egal wo sie sich aufhalten. In Rumänien wird dies ein gewisses Niveau an sozialer Absicherung ermöglichen. In anderen Ländern der EU mag es nicht ausreichend sein. In Deutschland ist das bestimmt nicht. Dann kann der einzelne rumänische Bürger entscheiden, ob er sein Land verlassen will, um andernorts in der EU zu leben. Es steht ihm frei, das zu tun, aber er muss im Klaren darüber sein, dass er das, was ihm zum Lebensunterhalt fehlt, selbst erwirtschaften können muss. Eine bloße Einwanderung in die deutschen Sozialsysteme entspricht weder unserer Verantwortung für Integration und Partizipation der zuwandernden Menschen, noch entspricht sie der Verantwortung des Staates, der sie mit möglicherweise unzureichenden Qualifikationen in die Fremde ziehen lässt. Mit ein wenig gesundem Menschenverstand könnte man das leicht ändern. Ich werde ein drittes Thema aufgreifen, über das ich noch nicht oft gesprochen habe. Mangel an Transparenz und Nachhaltigkeit haben wir auch in der Energiepolitik. Wenn Sie sehen wollen, was an der Energiepolitik im Argen liegt, dann schauen Sie auf Ihre Stromrechnung. Die Preise sind in der Zeit kräftig gestiegen. Und es wird, meine Damen und Herren, es wird in Zukunft schlimmer kommen. Ist Ihnen die Wortwahl aufgefallen, die Herr Altmaier dafür benutzt hat? Er hat angesichts der beginnenden Proteste gesagt, jetzt bauen wir eine Strombremse. Meine Damen und Herren, Sie wissen wie jeder Autofahrer, wenn man auf die Bremse tritt, vor allem dann, wenn man mit hoher Geschwindigkeit fährt, dann fährt man noch eine ganze Zeit in derselben Richtung weiter. Und so ist es mit den Strompreisen auch. Über das Erneuerbare Energiengesetz sind bis zu 20 Jahre lang für regenerative Energieformen Absatz und Preise garantiert worden. An der fatalen Entwicklung der Strompreise ist bedauerlicherweise herzlich wenig überhaupt zu ändern. Damit Sie mich nicht missverstehen, ich will hier nicht irgendwie einer Renaissance der Kernenergie das Wort reden. Ich will hier sprechen über konventionelle Energien und über regenerative Energien. Ich will sprechen über den Unfug, der in diesem Bereich gemacht wird, über den ökonomischen Unfug, mit dem Ziel, dass wenn die Alternative für Deutschland ab dem 22. September im Bundestag sitzen wird, wir wenigstens verhindern, dass noch weiterer Unfug dieser Art gemacht wird. Vielen Dank. Viele Entscheidungen, meine Damen und Herren, sind bedauerlicherweise bereits festgezurrt und sie werden zu den steigenden Strompreisen, die uns noch erwarten, beitragen. Aber wir können zumindest verhindern, wir können es zumindest versuchen zu verhindern,
dass diese fatale Entwicklung nicht weitergeht und dass weiterer Unfug in dieser Richtung unterbleibt. Schauen Sie es sich an. Was gewollt ist mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, ist eine Bevorzugung regenerativer Energieerzeugungsarten. Ich habe überhaupt nichts gegen regenerative Energieerzeugungsarten. Ich finde es gut, wenn man Sonne und Wind nutzen kann, um Energie für uns bereitzustellen. Aber wie jeder weiß, scheint die Sonne in Deutschland nicht immer und der Wind bläst nicht immer gleichmäßig stark. Das wäre überhaupt kein Problem, wenn wir eine Stromlagerungstechnologie besäßen. Wenn wir das, was überschüssig wäre, einspeisen können in große Akkumulatoren oder Energiespeicher oder Ähnliches. Aber genau daran fehlt es, meine Damen und Herren. Das ist das Problem, was wir haben. Wir bauen auf Energien, die uns eine außerordentlich unregelmäßige Versorgung mit Energie gewähren, ohne dass wir die Technologie haben, diese Versorgungsschwankungen auszugleichen. Jetzt ist es so, meine Damen und Herren, dass man dafür eben dann Vorsorge treffen muss. Weil die regenerative Energie in ihrer Bereitstellung so unzuverlässig ist, müssen wir Reserven halten, die sich auf konventionelle Energieträger beziehen, auf Gas und auf Kohle. Das sind teure, zum Teil teuerste Kraftwerke, die wir dort haben, nur zu dem Zweck, als Reserve zu dienen, wenn der Wind mal nicht weht oder die Sonne mal nicht scheint. Es gibt Beispiele, meine Damen und Herren, von modernen Kraftwerken, die voll im Betrieb waren vor der Energiewende, dann in diese Reserve hineingeführt worden sind und im vergangenen Jahr genau 2,5 Stunden am Netz gewesen sind. 2,5 Stunden, meine Damen und Herren, dafür haben wir teuerste Kapazität vorgehalten. 2,5 Stunden, die Sie auf Ihrer Stromrechnung sehen, nicht mit den 2,5 Stunden, sondern mit den gesamten Kosten des gesamten Jahres, in denen diese Energiekapazität vorgehalten worden ist. Das sind wir noch schon. Andersrum ist es auch. Manchmal scheint die Sonne viel, heute zum Beispiel. Manchmal weht der Wind sehr stark und dann produzieren wir plötzlich viel mehr Strom, als wir eigentlich in unsere Netze einspeisen können. Dann haben wir das Problem, dass wir die ganze Energie gar nicht loswerden, die wir erzeugen. Dann müssen wir diese Energie aber trotzdem loswerden, weil es in unseren Netzen zu großen Störungen kommen kann, wenn diese enorme Menge an Strom dort eingespeist werden würde. Das führt jetzt zu der absurden Situation, dass wir den überschüssigen Strom nicht etwa verkaufen an die Nachbarländer, sondern dass wir ihn gelegentlich an die Nachbarländer abgeben und dafür bezahlen, dass wir den Strom in ihre Netze einspeisen dürfen. Inzwischen sind Hunderte von Milliarden an Euro zugesagt worden für die Förderung regenerativer Energien, ohne dass wir Lagertechnologien für überschüssig erzeugten Strom haben. Wie gesagt, ich bin nicht per se dagegen, regenerative Energieformen zu nutzen. Aber, meine Damen und Herren, wir sollten sie nutzen können. Wenn wir die regenerative Energie verschwenden müssen, dann wäre das ja Verschwendung. Diese Verschwendung, meine Damen und Herren, die wollen wir aber gerade nicht haben, denn die kommt uns teuer. Die sehen Sie auf Ihrer Stromrechnung und die werden Sie künftig noch viel stärker auf Ihrer Stromrechnung sehen. Die Bundesregierung fördert diese Form von Verschwendung und genau das müssen wir im Herbst beenden. Meine Damen und Herren, ich habe mich wahrscheinlich nicht an Luthers 3 Gebote gehalten. Ich will aber trotzdem zum Schluss kommen. Ein gerechtes und transparentes und einfaches Steuersystem, eine sichere Altersvorsorge, wo der einzelne alternde Mensch keine Sorge vor Inflation und unangemessen niedriger Verzinsung zu haben braucht, klare Regeln bei Einwanderung und Integration, eine verlässliche und kostengünstige Energie für Haushalte und für Unternehmen, das sind wichtige Themen, derer wir uns annehmen wollen als Alternative für Deutschland. Der Euro ist nur der Anstoß für unsere Parteigründung gewesen. Unser Anspruch ist Ungleichheit. Unser Anspruch ist so breit, dass sich alle politischen Gegner schwer tun, uns irgendwie in ein Links-Rechts-Schema hineinzutun. Sind wir nun links, sind wir rechts oder sind wir in der gemäßigten Mitte? Das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Es ist eine müßige und eine unsinnige Frage, dieses politische Schubladendenken
zu betreiben. Denn das, was wir eigentlich wollen, ist doch sachorientiert zu arbeiten. Nicht ideologisch, nicht interessengeleitet, sondern einer Sache orientiert und einfach verbunden. Meine Damen und Herren, wir haben Großes vor. Wir sind eine Partei, die sich erst im Februar gegründet hat. Es ist das erste Mal, dass eine Partei mit so kurzer Lebensdauer vorhat und die realistische Chance hat, gleich im ersten Anlauf in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Im Triumphzug, wie ich hoffe. Sie wissen alle, meine Damen und Herren, dass das eine Möglichkeit ist. Sie wissen alle aber auch, dass es uns nicht in den Schoß kommt. Sie wissen alle, dass es uns Kraft und Energie und Engagement kosten wird. Sie alle, uns alle miteinander. Wir müssen das aufbringen, um diese Chance, die wir haben, zu nutzen und um die Politik in Deutschland zu verändern in unserem Sinne. Sie haben möglicherweise in den letzten Wochen Unterschriften gesammelt. Sie haben dabei wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass die Bekanntheit der Alternative für Deutschland noch sehr zu wünschen übrig ist. Nach meiner subjektiven Schätzung, die durch keine statistische Theorie erhärtet ist, kennen uns maximal 20% der Bevölkerung. Jedenfalls kennen in dem Sinne, dass sie irgendwie eine auch nur einigermaßen präzise Vorstellung damit verbinden, was wir wollen und wofür wir stehen. Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, müssen wir die Meinungsumfragen sehen. Die Meinungsumfragen, die uns irgendwo zwischen 2-3% taxieren, das sind Meinungsumfragen, die erhoben werden, oder das Nennungen unserer Partei, die kommen von 20% der Bevölkerung. Es ist ganz offenkundig, meine Damen und Herren, dass wir gucken müssen, dass wir unseren Bekanntheitsgrad verdoppeln oder verdreifachen. Dann, meine Damen und Herren, sind wir sicher im Bundestag. Meine Damen und Herren, wir wissen, wir haben viel geschafft in den zurückliegenden Monaten. Wir haben es geschafft, eine Partei von Null aus aufzubauen. Wir haben es geschafft, eine Partei aufzubauen, die jetzt in 16 Bundesländern mit Landesverbänden vertreten ist und mit Landeslisten Antritt zur Bundestagswahl und in allen Bundesländern die notwendigen Unterschriften versammelt hat. Wir haben es geschafft, eine Partei aufzubauen, die eine Heimat sein kann für Wähler aller politischen Vororientierungen. Wir haben es geschafft, eine Partei aufzubauen, die die anderen, die etablierten Parteien, die verkrusteten Altparteien, das Fürchten nehmen kann. Wir haben es geschafft, eine Partei aufzubauen, die eine Alternative sein kann. Eine Partei, die von 20% der Bevölkerung bereits bekannt wird und die ab jetzt, ab heute, möchte ich sagen, von immer mehr Bürgern im Land gekannt werden muss, damit wir im September erfolgreich in den Bundestag einziehen können. Wir haben das in unserer Hand, meine Damen und Herren. Und dafür brauchen wir Ihre Kraft und Ihre Opferbereitschaft und Ihr Engagement und Ihre Überzeugungsfähigkeit in den auf uns zukommenden Wochen. Und da mag es sein, dass der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen erst am 12. August anfängt. Aber meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, dieser Wahlkampf fängt für mich hier und heute an. Er fängt jetzt mit Ihnen hier an, mit Sie. Sie mit Ihren Nachbarn, mit Ihren Arbeitskollegen. Das ist mir viel wurscht, egal, ob Sie schon Plakate aufhängen dürfen oder ob Sie es nicht dürfen. Dann lassen Sie es Ihnen sein, wenn es noch nicht gestattet ist. Aber überzeugen können Sie doch, herausgehen können Sie doch, an andere Menschen herantreten, können mit denen reden, können für uns werben, können unsere Argumente bringen, damit diese Leute ebenfalls davon überzeugt sind, dass die Alternative eine Alternative für Deutschland ist, die dieses Land dringend braucht. Meine Damen und Herren, Sie alle haben darauf gewartet, auf diese Alternative. Jetzt sind Sie die Alternative. Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt nehmen Sie das ernst, legen Sie los, lassen Sie uns alle sagen, jetzt ist die Zeit reif, jetzt geht's los, das ist der Startschuss für die Bundestagswahl und dann werden wir erfolgreich am 22. Dezember einziehen in den Deutschen Bundestag. Schönen Dank.